Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Viel Merkwürdiges ist mir widerfahren. Alles zu berichten würde lange dauern, aber ein wenig muss ich erzählen. Bis zu meinem 15. Jahre habe ich die Kühe meines Vaters gehütet. Ich trieb sie auf die Beita, manchmal noch bis in den Oktober hinein. Beita, das ist die große Ödfläche oben im Gebirge. Nur spärlich wächst dort Gras. Die Euter der Kühe füllen sich kaum und die Leute sind arm dort. Jedes Maß Milch ist kostbar, jedes Kilo Käse ist Geld. Und es gab Jahre, in denen ich noch zu Beginn des Winters oben in der Beita hockte. Ganz allein, ein Knabe in der Hütte aus Brettern und Steinen. Der Wind heulte und trieb mir den Rauch meines Feuers ins Gesicht. Doch da oben gab es noch einen Ärmeren als mich. Mulz, den Sohn des Räubers, der gleichen Alters war wie ich. Durchfroren und zerlumpt kam er manchmal zu mir gekrochen. Und ich erschrak schon lange nicht mehr vor ihm, obwohl er der Sohn des Räubersbunds war. Hart ist der Herbst in der Beita und gering nur das Einkommen eines Räubers. Du bist heute so schweigsam, Mulz. Erzähl's mir gar nichts. Später, Eugen. Ich bin so hungrig. Wo kommst du her? Ach, aus der Stadt. Mein Alter hat mich hingeschickt, weil Jahrmarkt war. Und Jahrmarkt, weißt du, das ist etwas für einen Räuber. Wenn man Glück hat, naja, du weißt schon. Manchmal läuft einem so ein dicker Bauer über den Weg. Komm, gib deinen Napf her. Ich glaube, die Suppe ist fertig. Ah. Willst du ein Stück Brot? Wenn du eins übrig hast. Ja, hier. Nimm. Danke. Früher wusste Mulz Geschichten zu erzählen, über denen ich alles vergaß. Die Kühe, die Kälte, das Heulen des Windes. Geschichten, die er von seinem Vater und vom Vater seines Vaters gehört hatte. Von Märkten und Räuberstreichen. Aber an diesem Abend sagte er nichts. Er rollte sich nach dem Essen eine Zigarette, gab auch mir den Beutel. Und wir blickten schweigend ins Feuer und hörten dem Wind zu. Wenn es so war, dann wusste ich, dass Mulz singen würde. Mulz sang oft, wenn wir so beisammen saßen. Wir haben das Korn für die Reichen gedroschen, ihre Schläuche mit Wein gefüllt. Sie hatten Schuhe, wir trugen Galoschen, unseren Durst hat keiner gestillt. Aber warum erzählst du mir nichts, Mulz? Ich habe mich über meinen Alten geärgert. Wir sind zusammen in die Stadt gegangen, auf den Jahrmarkt. Alles ist gut gegangen. Am Abend hatten wir 2 Goldstücke, viele Groschen und Pfennige, 2 Schafsfelle und einen großen Topf voll Fett für den Winter. Aber mein Alter... Was ist mit deinem Alten? Hat alles zu diesem Weib getragen, zu dieser Agnes. Nun haben wir nichts für den Winter, so der letzte Jahrmarkt vor Lichtmess. Du, weißt du, was eine Sünderin ist? Du meinst, so wie die Kata in unserem Dorf? Ja, das ist es, glaube ich. Wie Kata in eurem Dorf. Und warum ist Kata in eurem Dorf eine Sünderin? Weil sie, der Pfarrer sagt, ich glaube mit Männern. Natürlich mit Männern. Das sind Sünderinnen. Das war der letzte Abend mit Mulz. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Nur seinen Vater oft, den alten Bunz. Aber seitdem sind 50 Jahre vergangen. Am anderen Abend holte mich mein Vater ins Dorf zurück und ich verbrachte den Winter wie alle Winter. Ich fütterte das Vieh, half beim Melken, knetete den Käse und saß abends in der Spinnstube. Ich half dem Pfarrer in der Kirche wie alle Winter vorher, diente die Messe, sang die Litaneien und versah die Arbeit eines Sakristans.
Und der Pfarrer war es, der meinen Vater auf den Gedanken brachte, ich sei zum Mönch bestimmt. Der Pfarrer lehrte mich Latein, lehrte mich Kirchengeschichte und 2 Jahre lang brauchte ich nicht, mit den Kühen auf die Baita zu ziehen. Und als ich 16 war, kam ich in das große Kloster in der Stadt, das vom Vater Paul regiert wurde. Dort kam ich schnell in den Ruf großer Gelehrsamkeit und Frömmigkeit. Ich war noch nicht 20, war noch nicht zum Priester geweiht, als mich Vater Paul berief, ihn bei seinen Geschäften zu helfen. Und hier sah ich Bunz wieder, den Vater des Mulz. Es ist jemand da, Bruder Eugen, der den Vater Paul dringend zu sprechen verlangt. Aber hast du ihm nicht gesagt, dass... Ich habe ihm gesagt, dass Vater Paul verreist ist, um unser Bruderkloster zu besichtigen, aber der Mann will unbedingt mit dem Vertreter unseres Vaters sprechen. Unbedingt, sagt er. Es sei sehr eilig. Wer ist es? Kennst du ihn? Jedermann kennt ihn, Bruder. Es ist der Räuber Bunz. Bunz? Ja. Ich komme sofort. Wo ist er? Ich hatte lange nicht mehr an die Baita gedacht, nicht mehr an Mulz, an die Hütte und das Heulen des Windes. Nun spürte ich plötzlich die milde Würze des Tabaks, des Räubertabaks hinten im Halse. Und ich folgte dem Bruder Pförtner, überholte ihn und war noch vor ihm im Sprechzimmer. Ich erschrak, als ich Bunz sah. Er war alt geworden. Sehr alt. Ich danke euch, dass ihr gekommen seid, Vater. Ich bin kein Vater, Bunz. Ich bin der Bruder Eugen und vertrete für ein paar Tage den Vater Paul. Ganz gleich, Bruder. Hier, dieses Geld habe ich euch gestohlen aus dem Opferstock des Klosters. Nehmt es. Schnell. Warum bringst du es zurück? Ich glaube, ich hätte es nicht zurückgebracht, aber, Bruder, die Sünderin Agnes, ich wollte zu ihr mit diesem Geld, aber sie... Sie hat dich zurückgeschickt? Ja, Bruder Eugen. Sie hat mir ihre Liebe verweigert, als sie erfuhr, woher das Geld war. Man sagt, du bist ein Räuber. Stimmt das? Oder lügen die Leute? Die Leute lügen nicht, Herr. Ich bin ein Räuber. Wie lange schon bist du ein Räuber? Schon 30 Jahre her. Und wie alt bist du? 40, Herr. Seit deinem 10. Lebensjahr bist du ein Räuber. Ja, Herr, wir sind alle Räuber. Kennt ihr die Baita? Nein, ich kenne die Baita nicht. Dort bin ich geboren, Herr. Aber mein Heimatdorf gibt es nicht mehr. Die Armut hat es aufgefressen. Wind und Schnee haben es zerstört. Als ich 5 Jahre alt war, schickte meine Mutter mich los, den Weizen abzuschneiden auf den Feldern der Bauern. Es waren 3 Stunden Wegs, Herr, und ich brachte gerade so viel, wie für 2 Tage in die Suppe reichte. Als ich 8 war, musste ich zum ersten Mal helfen, die Kuh eines Bauern nachts auf der Weide zu schlachten. Es war kalt, und ich bekam viele Ohrfeigen, weil ich müde war und einschlief, während mein Vater dem Vieh das Fell abzog. Mit 12 schnitt ich zum ersten Male einem Bauern den Geldbeutel ab. Und als ich 13 war, musste ich hinüber nach Murdien, über die Grenze, in großen Schläuchen den roten Wein schmuggeln. Mein Vater ließ mich kosten von diesem Wein, und er schmeckte mir, Herr. Er schmeckte mir gut. Und immer hast du Hunger gehabt? Immer. Und niemand hat mich arbeiten gelehrt. Arbeiten, das war stehlen, war schmuggeln. Und der Wein schmeckte mir. Und
Jetzt hast du auch Hunger? Ja. Hier, nimm einen Dukaten zurück. Von dem Geld, das du gestohlen hast. Der Bruder an der Pforte wird dir Brot geben. Und wenn du wieder Hunger hast, dann komm erst zu mir. Aber lass das Rauben sein. Du sagtest, du seist doch zur Sünderin Agnes gegangen. Ja, Herr. Wenn es keine Sünderinnen gäbe, wie würde ein armer Räuber wissen, was Liebe ist? Hast du keine Frau? Ich hatte eine, Herr. Aber unsere Frauen sind schnell verbraucht. Bis sie 20 sind, sind sie krank. Meine ist sehr bald gestorben. Und ich nahm keine zweite mehr, weil es nicht gut ist, für den Räuber verheiratet zu sein. Geh nicht mehr zu den Sünderinnen. Sei kein Räuber mehr. Ich danke euch, Bruder. Ich will es versuchen. Und was ist aus deinem Sohn Mulz geworden? Ihr habt meinen Sohn Mulz gekannt? Ja, ich kenne auch die Beita. Oh. Verzeih mir, dass ich dich täuschte. Ich habe so oft mit Mulz in meiner Hirtenhütte gesessen. Ihr seid der Eugen. Natürlich. Mulz hat mir manchmal von euch erzählt. Ihr wisst, dass wir niemals etwas von den Bauern eures Dorfes genommen haben. Auch von eurem Vater nicht. Ich weiß. Aber was ist aus Mulz geworden? Wir wissen nichts von ihm, Herr. Er kam von einem Grenzgang nach Murdien nicht zurück. Vor 2 Jahren. Sicher ist er im Gefängnis. Später, als Vater Paul zurückkehrte, nahm der Bunz zu uns ins Kloster. Er half dem Bruder Pförtner Holz hacken, zündete die Öfen in den Gasträumen an und half beim Backen. Aber er war alt und krank und als er starb, weinte ich. Wieder spürte ich tief hinten im Hals den Geschmack der Zigaretten, die ich mit Mulz zusammengedreht hatte. Die milde Würze des Räubertabaks. Ich spürte sie, während Vater Simon die Liturgie über Bunzens offenes Grab murmelte, und alle Brüder wunderten sich über meine Tränen. Aber auch das ist schon 45 Jahre her. Vater Makarius starb, Vater Simon starb, und die Brüder wählten mich zum Oberen des Klosters. Ich war gerade erst Priester geworden, war 25 Jahre alt und damals verdarb die Sünderin Agnes immer noch viele Männer. Der Ruf ihrer Verdorbenheit drang in alle Welt und an der Pforte unseres Klosters weinten die Frauen, deren Männer sie verführt hatte, weinten die Kinder, deren Erbteil ihre Väter bei der Sünderin Agnes gelassen hatten. Da flehte ich mir Gnade von Gott, empfahl mich dem Gebet der Brüder, zog die Kleider eines Weltmannes an und besuchte die Sünderin Agnes. Ich erschrak, weil sie so schön war. Gewiss, dein Zimmer ist abgelegen und versteckt. Doch es ist nicht vollkommen nach meinem Geschmack. Es müsste noch abgelegener und versteckter sein. Ich versichere dir, wir sind hier völlig geborgen vor den Blicken der Menschen. Ich glaube es. Aber das genügt mir nicht. Kannst du mich in ein Zimmer führen, wo wir sicher sind vor den Blicken Gottes? Was willst du von mir? Wie kannst du es wagen, vor den Blicken Gottes zu tun, was du nicht wagst, vor den Blicken der Menschen zu tun? Da fiel Agnes vor mir auf die Knie und weinte. Und noch am gleichen Tag verbrannte sie ihren Schmuck auf dem Markt, klagte sich öffentlich an und verteilte ihr Vermögen unter die Armen. Sie ließ sich einmauern und lebte fortan in ihrer Klause. Und wir reichten ihr Brot durch die Klappe, reichten ihr Wasser und hörten ihr unermüdliches Gebet. Du, der mich erschaffen hat, erbarme dich meiner. So hörten wir sie viele Jahre hindurch. Aber nun ist auch Agnes längst gestorben. Und unser Bruder Leo hat das Bett gesehen, das im Himmel für sie bestimmt ist.
Fast 50 Jahre lang habe ich das Kloster regiert. Ich ließ ein Kloster bauen auf der Beita, schickte Brüder dorthin, die die Räuber lehrten, wie man den Acker bestellt und Viehzucht betreibt. Und immer, wenn ich an die Beita dachte oder das Wort hörte, spürte ich tief hinten im Hals das Kratzen von der milden Würze des Räubertabaks. Ich verbrachte den Tag, die halbe Nacht im Studium und Gebet, gründete viele Klöster in unserer Provinz, ließ Wälder roden und Dörfer entstehen, ließ Sümpfe entwässern. Und von weit her kamen die Menschen, um mich zu sehen und meine Predigten zu lauschen. Und sie sprachen alle davon, dass ich ein Heiliger sei. Sie sprachen immer davon und immer wieder, 30 Jahre lang, bis auch ich, ohne es zu wissen, anfing, mich für einen Heiligen zu halten. Unter den Menschen, auch unter meinen Brüdern, fühlte ich mich einsam wegen des Lobs, das alle mir spendeten. Und an einem Tag, den ich nicht mehr weiß, fing ich an zu beten: O Herr, zeige mir den Menschen auf dieser Erde, der mir am ähnlichsten ist. So betete ich viele Jahre hindurch jeden Tag. Und meine Sehnsucht, diesen Menschen wirklich kennenzulernen, wuchs immer mehr. Denn immer weiter drang der Ruf meiner Heiligkeit. Immer mehr Menschen strömten in unser Kloster, mich zu sehen und zu hören. Und ich fühlte mich immer einsamer, bis Gott mein Gebet erhörte. Vater Eugen, kann ich eintreten? Ist es dringend? Ja, es ist dringend. Glaube ich. Du glaubst? Ja. Komm herein. Du bist so erregt. Ich habe einen Traum gehabt. Sei vorsichtig mit Träumen, Bruder. Nicht alle sind von Gott. Im Traum wurde mir etwas gesagt, das ich dir mitteilen soll. Mir? Ja, Vater. Ich sah einen Mann im Traum. Ich begegnete ihm auf einer weißen, endlosen Straße. Der Mann hatte kein Gesicht. Er war gekleidet wie wir, aber er hatte kein Gesicht. Ich sprach ihn an, aber er schwieg. Plötzlich wandte er sich mir zu und sagte: Sage dem Vater Eugen, der Mann, den er sucht, heißt Milutin und wohnt in einem Dorf, das Beguna heißt. Er sagte nicht, wer er war. Er sagte nichts, Vater. Und oft hatte ich ihn vorher gefragt. Er hatte kein Gesicht und sagte nichts. Ich weiß nur, dass er Kleider trug, wie wir sie tragen. Als er gesprochen hatte, erwachte ich und eilte gleich zu dir. Du hast am hellen Tag geschlafen und geträumt? Ja, eben in meiner Zelle. Ich war müde und ich schlief auf dem Boden ein. Aber ich werde büßen. Ich werde 2 Nächte meinen Schlaf opfern, weil ich am hellen Tage eingeschlafen bin. Ja, du musst nun büßen, weil ich Gott eine Frage stellte, die er dir im Traum beantwortet hat. Erlaube die Frage, Vater. Suchst du einen Mann, der Milutin heißt? Ich suche den Menschen auf dieser Welt, der mir am ähnlichsten ist. Ich bat Gott, ihn mir zu zeigen. Und nun habe ich durch dich erfahren, dass er Milutin heißt und in dem Dorf Beguna wohnt. Es muss ein sehr heiliger Mann sein, wenn er dir gleichen soll. Sprich nicht von meiner Heiligkeit. Ich bitte dich, ruf mir den Bibliothekar. Ich kenne Beguna nicht. Ich habe noch nie von einem Orte dieses Namens gehört. Ich spürte eine große Freude in meinem Herzen. Ich liebte ihn schon, ohne ihn zu kennen, meinen Bruder Milutin.
Ich eilte dem Bibliothekar entgegen, ging mit ihm zusammen in seine Bibliothek und wir suchten in allen Büchern. Begelich, Begovia, Begrot, Beguna. Vater, ich habe den Ort gefunden, der Beguna heißt. Liegt er weit von hier? Verzeih, ich muss erst auf der Karte sehen. Da. Es liegt in Murdien, Vater. In der Nachbarprovinz. Hier ist Beguna. Es liegt zwischen den Städten Antonia und Tugra. Dort, wo die großen Erzgruben sind. Wie viele Meilen sind es bis dort? Viele Meilen, Vater. 200. Aber willst du denn allein dorthin wandern? Ganz allein? Ich muss dorthin, Bruder Bibliothekar. Ich muss. Schreib mir auf, welchen Weg ich nehmen muss, welche Klöster an meinem Weg liegen und wo ich übernachten kann. Ich werde es dir aufschreiben, Vater. Meine Brüder weinten, als ich fortzog. Sie gaben mir das Geleit bis vor die Stadt und viele Menschen folgten uns. Ich bat alle Brüder um ihren Segen, auch den niedrigsten unter ihnen, einen jungen Bauernburschen, der noch nicht Diakon war. Viele boten sich an, mich zu begleiten, aber ich wollte allein sein, auf dem Wege nach Beguna. Ich wollte meinem Bruder Milutin allein begegnen. Ich liebte ihn, ohne ihn zu kennen, liebte ihn sehr und dankte Gott an jedem Tag für die Gnade, die er mir erweisen wollte, indem er mir meinen Bruder Milutin zeigte. Die Kunde von meinem Auszug war mir vorausgeeilt und überall standen die Menschen an den Straßen und baten um meinen Segen, solche, die in den Dörfern wohnten und andere, die auf den staubigen Straßen einherzogen. Segne uns, Vater Eugen. Woher kommt ihr, meine Tochter? Wir kommen aus Murdien, Vater. Und ihr verlasst das Land? Wir ziehen in unsere Heimat zurück. Wo ist eure Heimat? Die Baita, oben im Gebirge. Aber die Baita ist ein armes Land. Ja, es ist arm. Aber nichts kann so schlimm sein wie die Arbeit in den Erzgruben. Die schmutzigen Hütten, in denen wir hausen mussten. Und der wilde Gesang der Betrunkenen, die nachts über die Straßen ziehen. Ihr seid schon lange unterwegs? Viele Tage, Vater. Seid ihr je durch ein Dorf gekommen, das Beguna heißt? Oh ja, da sind wir durchgekommen. Wir haben eine Nacht dort verbracht. Es ist wie alle Dörfer im Gebiet der Erzgruben. Habt ihr dort vielleicht einen Mann getroffen, der Milutin heißt? Nein, Vater. Was soll er sein? Was treibt er in Beguna? Ich weiß nicht. Vielleicht ist er Priester. Wir haben den Pfarrer von Beguna nicht gesehen, Vater. Nur sein Haus. Er wohnt in einem schönen Haus, gleich neben der Kirche, wo der Arzt und der Grubendirektor wohnen. Du wirst es leicht finden, Vater. Aber ob er Milutin heißt, das wissen wir nicht. Zieht in Frieden weiter. Wie weit ist es noch bis zur Grenze? Am Abend wirst du die Grenze erreichen. Am Abend setzte ich zum ersten Mal meinen Fuß in das Land, in dem Beguna lag. Die Zöllner unseres Landes waren noch sauber gekleidet. Sie kamen aus dem Zollhaus, knieten nieder und baten um meinen Segen. Aber 100 Schritte weiter lag das murdische Zollhaus. Die Zöllner dort sahen ärmlich aus und waren mürrisch und abweisend. Nur einer von ihnen, den ich um Auskunft bat, gab mir freundlichen Bescheid. Ich suche ein Kloster, Bruder, in dem ich übernachten kann und wo ich etwas zu essen bekomme. Es muss hier in der Nähe liegen. Du hast nichts zu essen? Nein. Ein Kloster, ich glaube, es gibt eins in Tugra, aber das sind noch 30 Meilen von hier. Vielleicht gehst du doch besser ins nächste Dorf zum Pfarrer. Aber mein Bruder hat mir aufgeschrieben, dass 10 Meilen von der Grenze ein Kloster liegt, in St. Helena. Ja, das war einmal. Aber die Mönche sind schon vor Jahren wieder weggezogen. Sie sind in die Hauptstadt zurück.
Der Bischof hat sie zurückgerufen. Und wie viele Meilen muss ich gehen bis ins nächste Dorf zum Pfarrer? 5, Vater. Hier, nimm ein Stück Brot von mir. Du musst noch mehr als eine Stunde gehen. Sicher hast du heute nichts gegessen? Nein. Hier, nimm das Brot. Auch einen Schluck Wein, wenn du willst. Ja, gern. Setz dich. Hier ist auch der Wein. Hast du je von einem Dorf gehört, das Beguna heißt? Wir haben einen hier, der lange dort Gendarm war. Hallo, Simon! Simon! Ja? Komm doch mal her! Ja, was ist denn? Wieder eine Frau, die einen Schlauch Wein umgebunden hat? Komm doch mal raus! Was ist denn los? Guten Abend. Du bist doch in Beguna Gendarm gewesen. Ja, 5 Jahre lang. Gott sei Dank bin ich weg dort. Ödes Kaff. Nichts wie Krach um die Weiber und Saufereien. Wen suchst du denn dort in Beguna, Vater? Einen Mann, der Milutin heißt. Milutin? Nein, kenne ich nicht. Den Namen gibt's bei uns gar nicht. Es läuft zwar allerhand fremdes Pack hier herum, aber einen Menschen, der Milutin heißt, habe ich noch nie getroffen. Was soll er denn sein? Ist er an der Grube? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es der Pfarrer. Oder er ist in einem Kloster in Beguna. Nein, nein, der Pfarrer, den kenne ich. Der heißt Hubert. Und ein Kloster, das gibt's ja nicht in Beguna. Ein Kloster in Beguna? Nein, nein, ich habe keinen Milutin dort gekannt. Aber es ist viel fremdes Volk zugezogen, seit ich weg bin. Hoffentlich hast du den weiten Weg nicht umsonst gemacht, Bruder. Wie lange bist du eigentlich schon unterwegs? 2 Wochen bin ich aus dem Kloster in Suntor weg. Du bist aus dem Kloster in Suntor? Ja. Und wie heißt du? Ich heiße Eugen. Eugen? Eugen? Habt ihr gehört? Dann bist du der Vater Eugen vom Kloster in Suntor. Ja. Oh, wir haben schon viel von dir gehört, dass du die Sünderin Agnes bekehrt hast und dass du deine Brüder in alle Welt geschickt hast, um den Armen zu helfen. Da du der Vater Eugen bist, bitte gib uns deinen Segen. Ich segne euch, meine Brüder. Und ich danke euch für das Brot und den Wein. Noch eine Weile unterhielt ich mich mit den Zöllnern, dann rüstete ich zum Aufbruch. Es war schon spät in der Nacht und bis zum Kloster hatte ich noch einen weiten Weg. Aber als ich gerade gehen wollte, hielt ein Wagen vor dem Zollhaus. Es war der Bischof der Provinz Mordien. Er hatte von meinem Vorhaben gehört und war mir entgegengefahren, um mich zu begrüßen. Erteile mir deinen brüderlichen Segen, Eugenius. Der Ruf deiner Heiligkeit ist von Suntor bis in die Hauptstadt der Provinz Mordien gedrungen. Ich habe von deinem Vorhaben gehört und freue mich, dass ich dich an der Grenze unserer Provinz empfangen kann. Das ganze Land weiß von deiner Weisheit, deiner Demut, deinem Leben in Gott zu berichten. Und die Geschichte der Bekehrung der Sünderin Agnes wird in allen Schulen den Kindern erzählt. Kränke mich nicht, Hochwürdigster. Ich bin der Niedrigste unter den Dienern Gottes. Es wird erzählt, du habest deine weite Reise unternommen, um den Menschen zu suchen, der dir gleichkommt. Die Fabel hat sich ein wenig verändert, Hochwürdigster, ehe sie an dein Ohr drang. Ich bat Gott, mir den Menschen zu zeigen, der mir am ähnlichsten ist. Und im Traum gab er meinem Mitbruder Raimund den Namen des Mannes bekannt. Und darf ich ihn erfahren? Er heißt Milutin. Er wohnt in einem Dorf, das Beguna heißt. In eurer Provinz, in Murdien. Milutin? Ich habe den Namen nie gehört. Und Beguna steht nicht im Ruf großer Frömmigkeit. Es ist ein hässliches, schmutziges Dorf, in dem Sittenlosigkeit herrscht und Trunksucht. Du kennst es, Hochwürdigster. Ich kenne es. Hubertus, mein früherer Mitbruder, ist dort Pfarrer. Ich besuche ihn hin und wieder, aber ich muss dir gestehen, dass ich nicht oft und nicht gerne seiner Einladung folge. Viel fremdes Volk wohnt da. Aus aller Herren Länder kommen sie, um den Erzgruben zu arbeiten. Sie wohnen in schmutzigen Hütten und selbst an den höchsten Feiertagen der Kirche trinken sie Fusel und geben sich mit Dirnen ab.
Bist du sicher, dass der Ort, der dir genannt wurde, Beguna hieß? Ich bin sicher. Aber vielleicht gibt es einen zweiten Ort dieses Namens. Das könnte möglich sein. Wenn es ihn gibt, wird mein Bibliothekar ihn finden. Wir werden sofort nachschauen lassen, wenn wir in meiner Residenz sind. Aber zuvor etwas anderes. Ich habe dir eine andere Überraschung zugedacht. Ich habe drei Menschen aus Murdin, die im Rufe großer Heiligkeit stehen, in meine Residenz holen lassen, damit dir doch unnütze Wege möglichst erspart bleiben. Wir begegneten den drei Heiligen in der Residenz des Bischofs. Doch keiner von ihnen war der, den ich suchte. Der Bischof war darüber sehr verwundert. Du verwirrst mich sehr, Eugen. Du wirst sehen, niemand kennt deinen Milutin. Und das Volk wird gekränkt sein, wenn du die Heiligen unseres Landes so schmähst. Ich schmähe sie ja nicht, Hochwürdigster. Ich habe Gott gebeten, mir den Menschen zu zeigen, der mir am ähnlichsten ist. Ich habe nicht gebeten, mir die Heiligen des Landes Murdin zu zeigen. Ich habe ihn nicht gebeten, mir einen Heiligen zu zeigen, sondern den Menschen, der mir am ähnlichsten ist auf dieser Welt. Und wer dir ähnlich ist, der muss doch wohl ein Heiliger sein. Immer mehr, je weiter ich weg bin von Suntur, je länger mein Weg wird und je mühsamer, immer mehr zweifle ich daran, ein Heiliger zu sein. Ich sehne mich nach diesem Mann, der Milutin heißt und in dem Dorf Beguna wohnt. Versuch es. Aber ich kann nicht recht glauben an dein Beguna. Es war 2 Uhr, als ich müde ins Kloster meiner Brüder ging, um dort zu schlafen, und mein Herz war mir schwer geworden. Als ich am anderen Morgen, bevor ich weiterzog, mich von den Brüdern des Klosters verabschiedete, sah ich Spott auf den Mienen einiger Brüder, und mein Herz war traurig. Unterwegs mied ich die Hauptstraße. Ich schlief am Abend nicht in einem Kloster, sondern ging in ein Dorf, das ich an der Straße fand. Ich war müde und traurig, und jemand wies mir im Dunkeln den Weg ins Pfarrhaus. Ja, wer ist denn da? Ein wandernder Mönch. Hat sich was mit wandernden Mönchen. Seit wann kommen wandernde Mönche durch unser Dorf? Ich kenne nur Gesindel, Lumpen und Säufer. Wie heißt du denn? Ich heiße Eugen. Sag nur noch, dass du der heilige Vater Eugen bist, aus dem Kloster in Suntor. Von dem spricht man jetzt viel, er soll hier unterwegs sein. Ich bin der Vater Eugen aus dem Kloster in Suntor. Entweder bist du der größte Betrüger, der je hier durchgekommen ist, oder... Ja. Dann möge Gott mich strafen. Meinetwegen, komm herein. Verzeiht mir, Vater. Aber wenn ihr wüsstet, was sich hier so nachts auf den Straßen rumtreibt, verzeiht mir. Aber beim Pfarrer klopfen Sie immer zuerst. Tretet ein, gebt mir die Ehre, Vater. Bitte hier, in mein Studierzimmer. Ja, ihr müsst wissen, das ist noch nicht vorgekommen, seitdem ich hier Pfarrer bin. Noch nie hat ein Mönch an meine Türe geklopft. Und ich bin hier schon 20 Jahre Pfarrer. Ihr müsst meine Grobheit verzeihen. Besuche von meinen Konfrates weiß ich vorher immer genau. Und wenn mich nachts einer zu einem Kranken ruft, höre ich an der Stimme, ob es einer aus dem Dorf ist oder ein Fremder, der mich betrügen will. Das Volk hier muss man kennen. Nichts wie Saufen und Weiber und Kartenspielen, das ganze Wochenende Krakeel. Aber wenn's ans Sterben geht, dann haben sie Eile. Dann sind sie wie die Lämmer. Wohin seid ihr eigentlich unterwegs? Man hat schon gehört, dass ihr im Lande seid und jemand sucht. Ich muss nach Beguna. Beguna? Das ist das übernächste Dorf. 4 Stunden Weg noch. Aber was führt euch dorthin? Ich bin auf der Suche nach einem Mann, der Milutin heißt. Ein Verwandter? Nein. Aber einen Mitbruder... Werdet ihr doch nicht in Beguna suchen, wie? Nein. Aber was, wie soll ich, könnt ihr mir erklären, warum ihr ihn in Beguna sucht? Gott hat mir seinen Namen kundgetan. Ich habe darum gebetet. Das verstehe ich nicht. Man
Wirklich, das verstehe ich nicht. Viele Monate lang habe ich darum gebetet, den Namen des Menschen zu erfahren, der mir auf dieser Welt am ähnlichsten ist. Und da ist mir... Da ist euch ein Mann genannt worden, der in Beguna wohnt? Ich will euch nicht kränken, ehrwürdiger Vater. Ich will Gott nicht kränken, aber hört und glaubt mir, ihr seid getäuscht worden. In Beguna gibt es keinen einzigen Menschen, der dem heiligen Vater Eugen ähnelt. Ihm auch nur im geringsten ähnelt, glaubt es mir. Wir sind grobe Menschen hier. Ich sag euch die Wahrheit. Ich kenne Beguna. Ihr seid oft dort gewesen? Oft? Alle 3 Wochen bin ich dort. Mindestens alle 3 Wochen. Auch zwischendurch öfter. Und ich wohne 20 Jahre hier. Genügt euch das? Ich rate euch, kehrt um. Ihr seid getäuscht worden. Wie sagt er dir gleich? Wie soll er heißen? Milutin. Ich kenne keine Milutin in Beguna. Hin und wieder gibt es den Namen. Es ist ein grusischer Name. Und es gibt nicht viele Grusen hier. Auch ich bin ein Gruser. Ich weiß. Im ganzen Sprengel, dessen Dechant ich bin, gibt es höchstens 5 Grusen. Sie sind, nun ja, sie zählen nicht zu den Frömmsten. Und in Beguna, es gibt ein paar fromme Seelen dort. Gewiss, der Kirchenbesuch steht bei 20%, und das ist ein ganz guter Prozentsatz für unsere Gegend. Und ein paar wirklich fromme Seelen gibt es in Beguna. Wirklich, ich muss sie ja schließlich kennen. Da ist die Frau des zweiten Direktors, sie heißt Annemarie, die kommt jeden Tag in die Kirche. Und überhaupt, sie ist ein guter Mensch und hat ein demütiges Herz. Ja, und dann gibt es den Lehrer, der heißt Heinz. Auch ein frommer Mann, der ein wenig im Geruch der Heiligkeit steht. Schließlich dem Pfarrer. Aber keine einzige von diesen Seelen heißt Milutin. Überhaupt, die Grusen stehen nicht in gutem Ruf hier. Euch kann ich es ja sagen, ihr werdet nicht gekränkt sein, sie sind schlapp. Viele sind unterernährt, sie vertragen die harte Arbeit nicht, und so kommen sie schnell unter das Fußvolk. Ihr könnt euch den Weg nach Beguna sparen. Ich vertraue auf Gottes Antwort. Ich glaube es euch, Vater. Ich will euch nicht kränken, ich bin gewiss nicht würdig, eure Füße zu küssen, ich bin kein Heiliger, aber wenn Gott euch einen Menschen nennen wollte, der euch auch nur im Geringsten ähnelt, nein, ich glaube doch, vielleicht hat euch der Satan genarrt. Seid ihr so sicher, dass ihr Beguna kennt? Wirklich, ich kenne es. Nicht jeden Menschen dort, nein, aber jede fromme Seele. Ich kenne jede fromme Seele im Umkreis von 20 Meilen. Sie sind gar nicht so zahlreich, dass man sie nicht kennen könnte. Aber ob es einen Mann namens Milutin dort gibt, könnt ihr mir nicht sagen. Kann ich nicht sagen. Mag sein, dass es einen dort gibt, aber wenn es ihn gibt, ist es ein Gruse. Und die Grusen... Nichts für ungut. Na, ihr werdet ja sehen. Ich schlief wenig in dieser Nacht. Mein Herz war von Trauer erfüllt. Ich war verzweifelt und mein Körper war zerschlagen von Müdigkeit. Ich bat Gott um Verzeihung, bat ihn um Erleuchtung und um die Gnade des Trostes. Ich warf mich auf den Boden meines Zimmers und weinte. Und als ich endlich für wenige Minuten einschlief, kam die Dämmerung schon über die Berge. Da sah ich mich plötzlich auf einer endlosen, weißen Straße, die wie durch Nebel zu führen schien. Und neben mir ging ein Mann, der kein Gesicht hatte. Er trug Kleider wie ich. Und obwohl er kein Gesicht hatte, schien mir immer, als lächle er mir zu. Ich sprach ihn an. Aber er antwortete mir nicht. Wir gingen nebeneinander die endlose weiße Straße entlang, und als er sich plötzlich zu mir wandte, bekam er das Gesicht des Räubers Bunz. Aber dieses Gesicht war so seltsam verschieden von dem Gesicht des Bunz, den ich gekannt hatte. Ich kauerte mich auf die Straße neben Bunz, kniete vor ihm, und nun sah ich aus der entgegengesetzten Richtung einen Zug von Männern kommen, der sich rasch näherte. Der erste der Männer war der Bischof von Mordien. Sein Gesicht war ohne jede Hoheit, war ganz schmal und weiß vor Angst. Er kniete vor Bunz nieder, und ich erschrak vor der Strenge auf Bunzens Gesicht. Erbarme dich meiner, schenk mir Gnade. Die einzige Gnade, die ich zu verschenken habe, ist die meines Herrn. Gewähre sie mir. Ich kann sie dir nicht gewähren. 7 Menschen, die dir im Leben begegneten, hast du deine Liebe versagt.
erste war der Säugling einer Dirne. Er war von der Lustseuche befallen und sie hatte ihn im Vorhof deines Palastes ausgesetzt. Du hast die Nase über ihn gerümpft und schließlich hast du ihn einem Spital übergeben, wo er starb. Der zweite war ein Dieb, der dem Hauptmann deiner Palastwache den goldenen Degenknauf stahl. Du hast nicht verhindert, dass die Soldaten deiner Wachkompanie ihn zu Tode prügelten. Der dritte Mensch, dem du deine Liebe versagtest, war eine Frau, die Jadwiga hieß. Sie war Schaffnerin in deinem Haushalt. Sie hat einen meiner Domherren verführt. Du hast den Domherrn, der sich ihrer annehmen wollte, als sie schwanger war, in eine entfernte Pfarrei versetzt. Jadwiga aber hast du verstoßen. Du hast sie auf die Straße gejagt und sie geriet in den Tross eines vorbeiziehenden Heeres. Nicht lange danach starb sie, elend, irgendwo am Wegesrand. Der vierte war... Schone mich, schone mich. Ich bin nicht hier, um dich zu richten, nur um dein Gedächtnis aufzufrischen. Gerichtet wirst du von dem Säugling, von dem Dieb, von der Dirne Jadwiga, von dem Diakon Julius und den drei anderen, deren du dich inzwischen erinnern wirst. Erinnerst du dich hier? Den Diakon Julius habe ich bestrafen lassen, weil er eine lange Predigt hielt über den Vers »Armen wird die frohe Botschaft verkündet«. Es schien mir gefährlich, was er sagte. Vieles schien dir gefährlich, was ungefährlich war. Und vieles ungefährlich, was gefährlich war. Die Vorsicht deines Herrn ist eine andere. Und die dich richten, sind gnädiger, als du warst. Ziehe weiter. Die sieben warten auf dich. So sah ich im Traum viele Menschen an Bunz vorbeiziehen. Es waren Könige darunter, Mönche, Soldaten, Handelsherren und zerlumpte Gestalten, denen er ihre Vergehen ins Gedächtnis rief, ehe sie weiterzogen. Und als der Zug vorüber war, hob ich mein Gesicht gegen das strenge Antlitz von Bunz. Ich hatte Angst, aber Bunz lächelte mir zu und sagte, »Lass dich nicht verwirren. Mein kleiner Eugen, der Mann, den du suchst, heißt Milutin und wohnt in dem Dorf, das Beguna heißt. Morgen um die Abendstunde wirst du mit ihm zusammen sein. Und ich erwachte und spürte in meinem Herzen wieder die Freude, die ich empfunden hatte, als ich zum ersten Male von meinem Bruder Milutin erfuhr. Ich erhob mich vom Boden meines Zimmers, wusch mich in klarem Wasser, kniete nieder und dankte Gott für die Erleuchtung, die er mir im Traum gewährt hatte. Im Hause des Pfarrers war es noch still. Ich schrieb meinen Dank auf einen Zettel und verließ leise das Haus. Unterwegs traf ich einen Mann, der ebenfalls nach Beguna wollte. Schade, es gibt einen Mann in unserem Dorf, der Bier nach Beguna fährt. Er hätte euch mitnehmen können. Ihr seid ein Mönch? Ja. Ein Priester? Ja. Kommt selten mal ein Mönch hier vorbei. Wir sehen nur immer den Pfarrer. Wir mögen ihn nicht, er mag uns nicht. Kommt einer von den Direktoren, zieht er den Hut bis an den Gürtel. Kommt ein Meister, zieht er ihn bis auf die Brust. Beim Krämer lüftet er ihn. Und wenn unser einer kommt, tippt er nicht einmal an den Rand, sondern blickt uns streng an und schreit, wieder besoffen gewesen, was? Hat schon einmal ein Pfarrer einem Direktor auf der Straße zugerufen, wieder besoffen gewesen, was? Auch die saufen nämlich, und der Pfarrer weiß es. Aber was sucht ihr in Beguna? Einen Mann, der Milutin heißt. Kennst du ihn? Milutin? Milutin? Kann denn der nicht wieder was spielen? Ja, wo ist er denn?
auf der Bank liegt und schläft. Milutin! Hey, Milutin! Wach doch auf! Ja, was ist denn? Spiel was, Mensch! Ich bezahle dich nicht, damit du schläfst. Die Leute sollen trinken. Los, sing was! Ich bin ein Gruse, bin ein Räuber, trinke mehr, als mir bekommt. Nichts hab ich gelernt, als Ziehorgel spielen, Beutel schneiden, Kühe auf der Weide schlachten. Und manchmal rupfe ich den Weizen, kaue ihn, wenn der Magen knurrt. Verzeih mir, heilige Marie. Hör auf mit deiner heiligen Marie. Kein Mensch trinkt was, wenn er sowas hört. Sing lieber was Lustiges. Los, sing. Sing weiter, was Lustiges. Als Jochen Brütt von Nachtschicht kam, 2 Stunden vor der Zeit, lag seine Frau im Bett, doch lag sie nicht allein. Sie lag mit Jochens Bruder da, sie waren genau zu zweien. So geht es, wenn die Frauen ihr Herz zu weit auftun. Sie sollten sanft und friedlich mit einem Mann nur ruhen. So geht es, wenn die Frauen ihr Herz zu weit auftun. Sie sollten sanft und friedlich mit einem Mann nur ruhen. Er schlug sie nicht, er schrie auch nicht, sprach leise, nur steh auf, nahm still sein Messer aus dem Gurt und stach sie einfach tot. So geht es, wenn die Frauen ihr Herz so weit auftun. Sie sollten sanft und friedlich mit einem Mann nur ruhen. Das war nur ein Eine Runde für alle auf! Minuti soll das Lied vom armen Bauern singen! Hallo, das Lied vom armen Bauern! Wir haben das Korn für die Reichen gedroschen, ihre Schläuche mit Wein gefüllt. Sie hatten Schuhe, wir trugen Galoschen, unseren Durst hat keiner. Such dir was, Vater. Eugen, wie kommst du hierher? Was suchst du? Ich suche dich. Ich bin dein Pfarrer gewesen. Beim Bürgermeister, fast in jedem Hause. Aber niemand wusste etwas von dem Mann, den ich suche. Erst jetzt fällt mir ein, dass Mulz eine Form von Milutin ist. Bei uns sagen die Mütter Mulz zu ihren kleinen Söhnen, die auf Milutin getauft sind. Auch du nanntest mich Mulz damals. Aber hier sagen sie Milutin zu mir. Suchst du wirklich mich? Ja. Ich bin weit gegangen, um dich zu sprechen. Sofort, Eugen? Sofort, Mulz, wenn es geht. Das wird nicht gehen, Eugen. Sie werden mich nicht weglassen. Ich werde dafür bezahlt, dass ich singe. Und wenn ich nicht singe, trinken sie nicht. Und wie lange musst du singen? Bis alle weg sind. Das kann spät werden, Eugen. Sie haben heute Lohn bekommen. Bist du sehr eilig? Jetzt nicht mehr. Ich will gerne warten. Wird es später als Mitternacht? Viel später, mein kleiner Eugen. Warum sagst du kleiner Eugen zu mir? Wie dein Vater damals. So sag ich zu allen, die nicht so schlecht sind wie ich. Du machst schon voran, sing was, Milutin. Beichten kannst du morgen. Lass doch die beiden in Ruhe. Siehst du nicht, dass sie sich schon lange kennen? Ist besser, du gehst jetzt, Eugen, das ist nichts für dich hier. Warte in meinem Zimmer auf mich. Oder hast du ein anderes Quartier? Ich habe kein anderes Quartier. Wo wohnst du? Bei der Witwe Baskoleit. Frag dort nach meinem Zimmer, sie wird dich einlassen. Warte bestimmt, ja? Ich warte bestimmt. Los, Milutin, sing! Sing wieder! Sing alle Lieder, die du kennst! Die Leute wollen was hören! Ich bin ein Gruse, bin
ein Räuber, trinke mehr, als mir bekommt. Mulzens Kammer war einfach. Ein Bett stand darin. Statt eines Tisches hatte er eine Kiste. Stühle gab es nicht und an der Wand war ein kleines Bild der Mutter Gottes angeheftet. Das Bild war einmal durchgerissen worden und Mulz hatte es mit einem Klebestreifen wieder geflickt. Ich nahm es von der Wand und küsste es, denn es war das Bild meines Bruders Bilutin. Das Bild des kleinen Mulz, mit dem ich zusammen oben in der Beita gehockt hatte. Nicht der Bischof, kein Pfarrer und keine einzige von den frommen Seelen hatte ihn gekannt. Obwohl alles fremd für mich war, erinnerte es mich an meine Zelle im Kloster von Sumtor. Und als ich einige Minuten dort war, glaubte ich wirklich, in meiner Zelle zu sein. Hier habe ich was zu essen gemacht. Ihr habt doch sicher Hunger. Nun los, esst mal ordentlich. Ich weiß ja nicht, was ihr von Milutin wollt. Will's gar nicht wissen. Aber eins sage ich euch, tut dem Mann nichts. Der hat noch nie was Böses getan. Der Mann, das ist fast so etwas wie ein Heiliger. Nein, ich schäme mich nicht, das zu sagen. Wenn ich erzählen wollte. Erzählt es mir. Der verschenkt doch alles an die Kinder. Die Kinder habt ihr nicht gefragt, als ihr den Milutin suchtet, nicht wahr? Jedes Kind hätte euch sagen können, wo er wohnt. Manche halten ihn ja für ein bisschen dumm, weil er alles verschenkt und immer, wenn er Zeit hat, mit den Kindern spazieren geht. Aber ich glaube, was ich glaube, dass er ein halber Heiliger ist. Der Pfarrer hat's ja nicht gern, wenn er immer mit den Kindern zusammen ist, weil er so lange im Gefängnis gesessen hat. Hat er im Gefängnis gesessen? Wusstet ihr das nicht? 10 Jahre hat er gesessen und 10 Jahre ist er in die Grube arbeiten gegangen. Und 20 Jahre ist er schon bei uns. Und keiner kannte ihn. Keiner kannte ihn. Ich sag euch, es sind nur ein paar im Dorfe, die ihn nicht kennen. Aber gerade zu denen hat man euch geschickt. Ich glaube nicht, dass der Pfarrer seinen Namen kennt. Er kennt seinen Namen nicht. Er sagte nur, ich kenne nicht alles Pack mit Namen. So. Und hat er euch erzählt, der Pfarrer, dass einer von dem Pack, der Miluti nämlich, meinen Sohn hat studieren lassen? Priester wollte er werden, der Julius. Julius? Ach, es hat kein gutes Ende genommen mit ihm. Er hat Streit bekommen mit dem Bischof wegen seiner Predigten. Und später, ja, er ist wohl verkommen und verdorben. Ich habe nichts mehr von ihm gehört. Er soll unter die Soldaten gegangen sein. Und das, wo er schon Diakon war. Ach, ich könnte euch so vieles erzählen. Jeder weiß das hier, wie die Dame mit der Kutsche gekommen ist und hat hier im Zimmer vor dem Milutin auf den Knien gelegen, ihm gedankt. Davon habe ich nichts gehört. Ja, das wollen Sie nicht wahrhaben, aber es ist wahr. Hier hat sie gekniet, geweint, hat dem Milutin gedankt. Was hat er denn für sie getan? Früher war er einmal Räuber, das wisst ihr vielleicht. Und die Frau war in die Hände der Räuberbande gefallen, bei der Milutin war. Und als sie ihr dann was antun wollten, da hat er sie vor der Schande bewahrt. Sie muss eine junge, schöne Frau gewesen sein. Er hat sie heimlich befreit und hat ihr viel Geld gegeben. Ach, das war eine Freude hier im Dorf, als die Frau hier war. Sie hatte Milutin das ganze Geld wiedergebracht. Und er, was glaubt ihr, was er damit getan hat? Er hat das Geld verschenkt. Irgendeinem armen Teufel hier im Dorf hat er es geschenkt. Ja, das hat er tun können, der Milutin. Aber ich sage euch, er hat niemals jemandem etwas Böses getan. Er ist ein guter Mensch. Und einmal, das muss noch drüben in Grusin gewesen sein, da soll er verhindert haben, dass ein ganzes Dorf in Brand gesteckt wurde. Während ich auf Milutin wartete, dachte ich lange nach über den Satz, viele wohnen im Hass, welche glauben in der Liebe zu wohnen. Und viele glauben im Hass zu wohnen, welche in der Liebe wohnen. Da Milutin nicht kam, schlief ich ein, und als ich nach langem tiefen Schlaf erwachte,
schien die Sonne in mein Zimmer und Milutin saß vor mir auf der Bettkante. Die ganze Nacht habe ich darüber nachgedacht, warum du wohl die weite Reise gemacht hast, mich zu besuchen. Ich habe Gott gebeten, mir den Menschen zu zeigen, der mir auf dieser Erde am ähnlichsten ist. Und er hat mir deinen Namen genannt. Ich glaube, du willst dich über mich lustig machen. Verzeih mir, aber ich sage es nicht, weil... Hör doch auf. Du weißt, dass ich ein Räuber war, bevor ich nach Beguna kam. 10 Jahre bin ich im Gefängnis gewesen. Es ist mir auch gleich, warum du gekommen bist. Ich freue mich, dass du da bist. Eigentlich habe ich mir immer gewünscht, dich mal wieder zu sehen. Hab so viel von dir gehört. Ich war nur nie ganz sicher, ob das wirklich der kleine Eugen war, mit dem ich oben in der Beiter gehockt hatte. War doch schön. Damals oben auf der Beiter. Wenn wir abends zusammensaßen. Da, schau. Kennst du das noch? Dein Tabak. Der Tabak, den wir auf der Beiter geraucht haben. Magst du ihn noch? Ich mach dir eine Zigarette davon. Seit damals habe ich keine mehr geraucht. Dann rauch jetzt mit mir. Willst du? Ja. Gib mir eine. Schmeckt sie dir? Ja. Sie schmeckt mir. Sie schmeckte mir. Die erste Zigarette, die ich seit 50 Jahren rauchte. Und die letzte in meinem Leben. Wieder spürte ich die milde Würze des Räubertabaks tief hinten im Halse. Ich sprach nicht mehr viel mit Mulz. Er war müde, legte sich bald aufs Bett und schlief. Ich aber wanderte durch das schmutzige Dorf, sprach mit den Leuten und mein Herz wurde traurig. Denn viele Menschen in Beguna liebten Mulz, obwohl sein Name über die 10 Gassen, in denen die Armen von Beguna wohnten, kaum hinausgedrungen war. Mich aber, den sie fast alle kannten, schien niemand zu lieben. Ich wollte ihn mitnehmen ins Kloster, meinen Bruder Milutin, aber die Leute rotteten sich am Abend vor dem Hause zusammen. Die Kinder stiegen aus ihren schmutzigen Betten und kamen in zerfetzten Hemden vor das Haus der Witwe Baskoleit. Und Mulz lächelte mir zu und bat um Nachsicht. Ich ging aus dem Dorf weg, schlich mich über Nebenstraßen nach Grusien zurück und auch auf den Gesichtern meiner Brüder in Suntor sah ich Spott, als ich heimkehrte, denn das Gerücht, ich sei getäuscht worden, war mir vorangeeilt. Niemand aber begriff, dass ich nicht getäuscht worden war. Ich zog mich in eins unserer Klöster oben in die Baita zurück, hörte den Wind wie in meiner Jugend dort heulen, sah die mageren Euter der Kühe und ich verbringe den Rest meines Lebens in Gebet und in Betrachtung über den Satz: Viele wohnen im Hass, welche glauben in der Liebe zu wohnen. Viele glauben im Hass zu wohnen, welche in der Liebe wohnen. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS.